Der Kinoerfolg »Solang der Herrgott will« ist ein Film über Menschen, die ein Stück Südtiroler Geschichte geschrieben haben. Solange der Herrgott will, weil man ist ja alt und man weiß ja nicht, wie lange das noch gelingen kann, was man so plant und denkt. Nicht? Aber das kann oft einmal ganz schnell anders sein. Und auch man wohl beim Bruder und bei den Geschwistern so gesehen, es ist ja überall gar noch anders gekommen. Nicht? Hubert Schönecker mit seiner Firma Geos Film und Hans Rieder als Buchautor führen die Zuseher in das Leben von drei Familien aus verschiedenen Landesteilen Südtirols hinein und lassen dabei die Tradition und Erlebtes lebendig werden. Nur eine Weile in die Kirche noch reinschmeißen, nicht? Und noch, ja, wer schon dir, nicht? Die hat man halt, wie man halt kann, und das Vertrauen ist ja auch was, nicht? Der Film »Solang der Herrgott will« hat ein sehr großes Interesse beim Publikum geweckt. Auch deshalb wollen wir nun eine weitere Geschichte erzählen. Diesmal nur über Frieda und ihren Hof. Noch gibt es die Menschen, die von einer vergangenen Zeit erzählen können, in der harte Arbeit, Armut und ein bescheidener Alltag das Lebensgefühl prägten. Ihre Kraft und Bodenständigkeit haben sich viele Menschen unserer älteren Generation bis heute erhalten. Mein Mann ist schon älter gewesen und immer in Stand. Da haben wir den Bogen einziehen und dann raus in den Nacken so, mit der Deichsel. Und die stellen mir Raum vor, was das viel ausgemacht hat, weil das ist streng gewesen. Mit dem Film »Solang der Herrgott will« dokumentieren wir wertvolle Zeitzeugnisse aus Südtirol. Schreiben ein Stück Südtiroler Kulturgeschichte. So bleiben wertvolle Erinnerungen für alle Interessierten erhalten, gerade für die junge Generation. Früher bin ich nicht so bull gewesen. Und an den Bogen ziehen. Und nachher nicht ziehen und da ziehen. Weil ist der Mann gewöhnt gewesen, früher so überall ziehen. Und nachher auf der Reise nicht mehr in Stand gewesen. Da haben wir halt Dienstrans gemietet, wie ziehen. Und da hat es wahrscheinlich durch den Anfang 80er hat es angefangen. Und es ist dann schlechter gegangen. Viele kennen Frieda bereits durch den Dokumentarfilm »Solang der Herrgott will«. Ihre Geschichte hat die Menschen so berührt, dass wir beschlossen haben, einen Film nur über sie zu drehen. Im Mittelpunkt des neuen Dokumentarfilms steht die Biografie und der Alltag von Frieda Gamper und ihren zwei Söhnen, Franz und Sepp. Ihr Leben ist geprägt von harter Arbeit und einigen Schicksalsschlägen. Doch Frieda Gamper hat es immer wieder geschafft, nicht den Mut zu verlieren und nach vorne zu blicken. Der Film »Solang der Herrgott will« wurde in vielen Kinos in Italien, Österreich und Deutschland gezeigt. Das Presseecho war groß. Vor allem in den einheimischen Kinos war das Publikum überwältigt. Auch Menschen, die sonst nie ins Kino gehen, waren begeistert.
Der Film vermittelt Respekt und Wertschätzung für eine Generation, die Unschätzbares geleistet hat. Die Kraft ist fertig und alles. Ich kann nicht mehr hoch, ich kann nichts mehr. Das ist alles vorbei.